Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Creativerse. Und wir waren hier stehen geblieben. Ich hoffe, mein PC vergeiert mich jetzt hier wieder nicht. Das sieht so toll aus. Ich muss mein Headset mal leiser machen. So, die Spiele, obwohl sie gleich laut eingestellt sind fürs Let's Play, sind alle immer unterschiedlich laut. Deswegen muss ich das Headset immer verlautern oder verleisern. So, wir waren hier in unserer coolen Bude stehen geblieben und wir haben, glaube ich, auch die ganzen Decken mit ausgepflastert, oder? Muss mal gerade gucken. Sieht so aus. So, hier müssen wir uns noch an einer fetten Badewanne probieren. Und ich habe da auch schon eine Idee. Und zwar fangen wir mal so an. Und hier kommt dann halt das Wasser rein. Wobei ich am Überlegen bin, dass wir hier halt anderes Material reinklatschen. Und zwar unter anderem LEDs hier drunter, damit die Badewanne beleuchtet ist. Das gönnen wir uns jetzt mal. Ich hätte gerne noch Limestone. Da. Perfekt. So, wir machen das aber so, dass wir jetzt Glas hier hinbauen. Und jetzt brauchen wir nur noch Wasser. Und ich würde gern dieses gute Wasser haben, was heilt. Aber da müssen wir hier, glaube ich, irgendwie mal runter. Warte mal, im Inventar haben wir es nicht zufällig, oder? Ich habe ja alles Mögliche mitgenommen, ich erinnere mich. Ich habe ja auch so Login-Bundles und so Valentinstags und Neujahrs-Hund-Jahr-Sachen. Irgendwie so. Brauche ich nicht einen Diamant-Mining-Cell dafür? Ich weiß es gar nicht. Egal, ich gehe da jetzt runter. Guck nach. Ich war der Meinung, wir sind hier so einen Nebengang gegangen. Ja. Dann hatten wir ja auch dieses Tartar hier irgendwo entdeckt. Halt. Nur die Frage, wo? Hier war das nicht. Nee, hier war das tatsächlich nicht. Habe ich keine Fackeln mehr? Doch. Naja, zwei Stück habe ich noch. Besser als gar keine. War das nicht? Oh. Hier war das. Und hier gehe ich mal hoch. Nee, hier war nur das Tartar, ne? Ach, verdammt. Mist. Wo ging es jetzt hier wieder runter? Muss ich gerade mal wieder suchen. Verdammt. Ich finde es nicht mehr. Da vielleicht. Ah. Dann gehe ich doch mal zurück. Nochmal weiter nach unten. Vielleicht haben wir ja auch dort. So, hier mussten wir ein bisschen aufpassen, wenn ich mich recht erinnere. Weil jetzt hier gleich die fette Lavawand kommt. Oder Wand. Wand ist auch gut gesagt. Aber hier war das auch nicht. Dann war es, glaube ich, in der Hauptbasis. Okay, ich gehe da mal gucken. Kann sich nur noch um Jahre handeln. Ist.
Irgendwann müssen wir die Mine hier mal auskleiden mit Treppen. Du kommst hier nicht rein, mein Freund. So, ich glaube, hier hatten wir dann nämlich irgendwo dieses Wasser. Und ich glaube, wir können das mit einer Eisen-Minen-Dings abbauen. Aber wir gucken besser mal. Aber mein Energy ist leider schon leer. Auch lange nicht mal bei Sven gucken, muss ich sagen. Aber von hier aus sieht es nicht unbedingt weitergebaut aus. Weiß aber auch nicht, wie das mit seinem Projekt da gerade steht. Nee, hier bin ich falsch. War das nicht hier irgendwo? Ich bin so einen komischen Umweg gegangen, das weiß ich noch. Das besondere Wasser. Laufen wir hier wieder mega lange nach unten. So, aber hier war das, glaube ich, nicht, ne? Ich packe hier besser mal ein Licht hin. So, ich glaube, wir mussten hier lang. Moment, waren wir das? Nee, Mann, das waren wir nicht. Das kann nur Sven gewesen sein. Ey, mal gucken, bis wohin er gegraben hat. Holy shit, ey. Der Gang der Unendlichkeit, ey. Einmal im Kreis drehen und hoffen, dass man irgendwo wieder rauskommt. Also wir waren das garantiert nicht. Daran könnte ich mich erinnern, dass wir 300 Kilometer in eine Richtung gegraben haben. Gerade. Oder war das in einer dieser Höhlen da rechts von uns? Das kann auch sein, ne? Scheiße, ey. So, hier hinten ging es auf jeden Fall in irgendeine Höhle, die wir ausgeleuchtet haben. Würde ich da jetzt mal hingehen? Hingehen? Oh. Oh, ich möchte so gerne Katze haben, ey. Wenn ich hier diese Sims mit den Haustieren da immer spiele, habe ich immer so voll Bock, mir so eine Schmusekatze zu kaufen. Eine, die von ihrem Wesen her eher ruhig ist. Sind wir noch hier rüber? Nee, never. Hier sind wir, glaube ich, rüber, ne? Ja. Das erkenne ich wieder hier. Und hier war Licht kaputt. Und hier weiß ich rein zufällig, dass ich mein Handy nicht auf lautlos gestellt habe. Doch dann irgendwie hier runter. Oh, hier ging es noch irgendwo weiter, wo es dann dieses Superwasser gab, weil darin will ich baden. Ja. Hinten gab es das, glaube ich. Ah.
Nein, ich brauche eine... Oh, Diamant. Oh. Lol, man kann sich angucken. Das kommt davon, wenn man falsche Sachen drückt. Aber gut zu wissen, wo es das Wasser gibt. Haben wir nicht noch einen Teleporter zufällig dabei? Natürlich nicht, ne? Ja, war ja klar. War hier eigentlich schon weitergegangen? Ja, ne? Wir sind, glaube ich, auch irgendwie im Kreis gelatscht gewesen. Das sieht nach Ausgang aus. Das sieht nach Sackgasse aus. Wisst ihr was? Ich kann mich einfach mal zu Sven teleportieren und dann gucken wir mal, was der mittlerweile vielleicht getan hat oder nicht getan hat. Immerhin hat er schon mal einen langen Tunnel gebracht. Nachher mache ich mir einen schönen Obstsalat zum Abendessen. Der ist immer so schön frisch. Nee, warte mal, ich glaube, wir müssen in das andere Ding für dieses Teleporter-Teil. Das war nämlich, glaube ich, war das das hier? Hammer. Der hobbylose Raum gefühlt war gut, wahrscheinlich, wenn man viel Creativerse Videos guckt und hin und her sucht, dann kommt man wahrscheinlich öfters mal so auf neue Ideen. Das war jetzt nicht geplant. Toll. Ha, ich hab mich eingetaucht. Ich muss da hinten mal lang gehen, das sieht cool aus. Sagt ja niemand, dass wir nicht mal ein bisschen erkunden können hier. Habe ich auch gerade eher Lust drauf. Ich bin ja echt mal gespannt. Ich hoffe, der baut das da bald mal weiter. Jetzt macht ihr aber keinen Stress, falls du das hörst oder so, ne? Aber mich interessiert das einfach nur, wie das mal aussehen könnte, würde. Oh, das ist ja auch geil hier. Irgendwie hat das was. Warte mal. Aber wir gehen mal nach oben rechts hier einfach, oder? Ich mag es ja, durch die Welt zu fliegen und einfach nur zu gucken. Das ist die Ureiche. Das war die erste Eiche, die hier jemals stand. Ich fände es cool, wenn man hier noch so andere Dörfer oder sowas hätte, die halt vielleicht noch einfach verlassen sind. Dass es halt nicht nur so auf Bauen komplett aus ist. So ein bisschen was zu erkunden halt noch, das wäre schon geil. Der Übergang in den Sumpf. Nur so eine Idee, dass das so sein könnte. Sieht schon nett hier aus, ne? Ich finde diese Bäume hier auch sehr geil, die sich hier so erstrecken. So richtig schön gewachsen. Ui. Oh, hier haben wir wieder so eine coole Tannenebene. Ich finde, sowas hat auch immer was. Haben wir sowas schon mal eingesammelt? Weeds, ja, das hatten wir schon.
Elderwood. Das ist, glaube ich, das Holz, was Sven da auch verbaut hat, oder? Oh, hier kommen wir ins Schneegebiet. Aber hier müssen wir uns erstmal hochgraben oder bauen. Tundraflower. War sowas schon? Ja, hatten wir. Ach, das sieht immer so cool hier aus. Ups. Das war jetzt ungeplant. Lizard Chizard. Zum Glück greifen die uns nicht an. Dann können wir ganz entspannt hier uns umgucken. Das sieht schon wieder so, ja, so langweilig nach Schnee aus. Also nicht, dass Schnee auch unlangweilig sein kann, aber... Oh, da hinten wird es cooler, glaube ich. Das. Snowcap ist neu. Wir nehmen davon jetzt einfach mal was mit. Also vereister Schlamm oder was? Dirt oder Dreck. Also so ein richtiges Schneegebiet hatten wir bisher noch nicht, oder? Aber das ist hier alles Elderwood, naja. Wie wir hier so schnell rumgleiten und so. Hier müssen wir, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Na, es geht. Ich muss jetzt noch mal ein bisschen im Schneegebiet hier rumhopsen und mal gucken. Oh, ich glaube, Chihiro hat kein Bett dabei. Doch. Geil. Ich wollte schon immer mal im Winter auf einem Berg schlafen. Oh, ist das cool. Jetzt wird uns ein bisschen wärmer, wenn wir mitten auf dem Feuer stehen. Nehmt es aber wieder mit. Und geht mal weiter in die Richtung. Was ist denn das da hinten für ein Baum? Hatten wir jemals so hohe? Wahrscheinlich aber auch noch normal Elderwood, oder? Ja, das ist... Dead Grass. Das ist das fette Schneebiom hier. Aber so ein bisschen nach links können wir uns mal halten. So, jetzt sind wir mit dem Pfeil hier lang, ne? Weil da können wir hier mal erkunden. Oh mein Gott, sieht das hier cool aus. Oh, diese riesigen Tannen aber auch. Geil. So, ich würde jetzt mal hier eine kurze Pause machen und im nächsten Part hüpfe ich auch einfach weiter durch die Gegend. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit erstmal ciao und bis zum nächsten Part.